Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde House Flipper. Und heute werden wir uns das verlassene Haus kaufen und für den Verkauf vorbereiten. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los, indem ich das hier einfach rauskaufe und einmal dahin wechsle. So, ich hoffe mal sehen, was da alles so gibt. Und ja, wir werden das auf jeden Fall schön reinigen. Das steht auf jeden Fall fest. Okay. So. Okay, jetzt sind wir drin. Perfekt. Also man sieht hier schon draußen, dass das hier alles nicht geil ist. So. Natürlich hier alles mal wegmachen. So. Hier ist auch noch irgendwas, ne? Wo denn? Ah, jetzt ist es weg. Oh, hier ist es jetzt auch weg, okay. Schön hier erstmal alles außenrum wegmachen. So. Machen wir hier auch mal den Garten schön. Ganzen Unkrautzeug hier weg. So. Weg mit dem Scheiß. So. Okay, ich glaube jetzt, es müsste alles weg sein, oder? Ja, hier noch, ne? Ne, hier ist alles auch weg. Okay, gehen wir jetzt mal rein. So, zack. Ach du Scheiße, wie sieht's hier denn aus? Wir entfernen erstmal hier. Ne, das verkaufen wir nicht. Keine teuren Sachen. Junge, ich habe noch nicht mal angefangen, jetzt sauber zu machen. Was willst du? Okay, so. Erstmal hier sauber machen. So. Ja, schön sauber hier. Hier natürlich auch. Wo soll denn hier Schmutz sein? Also irgendwo hier draußen ist noch Schmutz. Egal. Lassen wir so. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal erstmal in jedem Zimmer alles weg. So. Zack. Ach du Scheiße. Ah, hier verkaufen wir auch alles natürlich. So, schön alles wegmachen hier. So. Okay. Dann machen wir hier mal die Kakerlaken weg. Ich habe, glaube ich, noch nie eine echte Kakerlake gesehen. Also, in echt, glaube ich, noch echt nie. So. Okay, ist weg. So. Okay. So, jetzt ist hier noch ein Raum. Einmal alles hier schön sauber machen. So. Okay. Dann gehen wir erstmal hier wieder hin. Nun ist es, glaube ich, blitzeblank. Ja, abgesehen von den Fenstern.
Die machen wir nämlich jetzt auch. So. Das ist eigentlich genau dasselbe Haus, was wir in der letzten Folge gereinigt haben. Nur, dass das einfach verlassenes Haus jetzt heißt. Und nicht verbrannt ist. Aber egal, macht ja nichts. Ich habe ja gesagt, ich mache jedes Haus hier in diesem Spiel einmal neu und verkauft das. So. Zack. Perfekt. Die Fenster sind auch sauber. Jetzt nur noch die hier. So. Zack. Okay, und dann noch das hier. So. Perfekt. So, jetzt haben wir alles gereinigt und gesäubert. So, als erstes streichen wir hier erstmal alles. Dazu brauche ich Wände, Farben. Gibt es hier kein Weiß? Blau-braun Farbverlauf? Nee. Aha. Ja, ich will ja weiß. Weiß. Nein, weiß. Danke. So. Okay, dann streichen wir hier mal alles. So. Jetzt sieht es doch gleich viel besser aus. So. Zack. So. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. So. Zack, zack, zack. So. Jetzt noch hier einmal streichen, zack. Ja, so kann sich sehen lassen. Gut, jetzt suchen wir mal ein Laminat. Laminat. Machen wir den hier, oder? Ich glaube, der sieht ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall. Und den können wir auch direkt hier reinmachen. So. Ja, hier kommt keiner. Okay. Jetzt noch hier weiß streichen. Ich würde sagen, Leute, ich skippe mal für euch kurz das hier eben. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich würde sagen, ich montiere jetzt einmal noch alles. Und beim Badezimmer auch einmal alles montieren. Und das, was ich dann, also die Möbel, die ich dann platziere, die spare ich euch. Ich mache dann einfach kurz einen Cut und dann seht ihr einfach, wenn die ganzen Möbel fertig sind. Weil das sonst einfach zu lange dauert. Deswegen. So. Mache ich das dann einfach kurz so, dass ich hier dann einfach nur überall jetzt eben kurz die Heizungen platziere. Und eben das Badezimmer montiere. Alles und dann eben die Möbel, die mache ich dann eben kurz selber.
So. Perfekt. So, hier ist die der Waschbecken, okay. Waschbecken. Dann nehmen wir natürlich hier wieder das. So. Zack. Einmal schön montieren hier das Ganze. So. Dann die Toilette, die darf natürlich auch nicht fehlen. Toilette. So, auch das in schwarz natürlich. So. Zack. Und dann darf natürlich die Dusche auch nicht fehlen. Dusche. Nehmen wir wieder so eine hier. Die hier ist, glaube ich, ganz gut. So. Zack, zack, zack. Und fertig. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich mache mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich hier alles gemacht habe. Okay, Leute, ich habe jetzt alles hier einmal wieder fertig eindekoriert und ich zeige euch das jetzt einfach nochmal. Als erstes, wenn man hier reinkommt, ja, sieht man hier erstmal so ein Bücherregal. Man kann auch da Schuhe reinpacken, keine Ahnung. Ist halt einfach so ein Eingangsbereich. Dann sind hier noch so drei verschiedene Rosen drauf. Ja. Hier natürlich Lichtschalter, ich mach das mal aus. Hier ist so eine kleine Gaming-Ecke ohne PC. Ist mir gerade aufgefallen, egal. Ja, hier kann man halt einfach ein bisschen zocken oder sowas. Genau. Hier ist wieder, was wir auch in der letzten Folge schon gemacht haben. Hier ist wieder diese Fernsehecke. Hab allerdings da noch eine Pflanze jetzt hingepackt. Und wir kommen auch direkt zur Küche. Ja, ich habe auch ein bisschen jetzt hier die Küche geändert. Einmal hier zwei Lampen. So, dann hier ist ein Kühlschrank. Diesmal habe ich so einen Gasherd einfach gekauft, anstatt dass das so da ist, weil dann hätten die keinen Kühlschrank. Hier sind die Regale. Hier ist die Dungs. Der Ding, die Abzugshaube oder wie man das Scheißteil heißt. Hier ist so ein kleiner Spiegel, Waschbecken, ja, und Toilette, Toilettenhalter und natürlich das Licht darf nicht fehlen. So, sonst habt ihr den Rest eigentlich schon gesehen. So, gehen wir mal ins Schlafzimmer. So, wir kommen hier erstmal hin und dann seht ihr auch wieder einen Schreibtisch. Da kann man dann halt irgendwie Schreibkram oder sowas machen. Hier ist dann ein kleiner Fernseher. Hier ist wieder dieser Schrank, den wir auch schon in der letzten Folge benutzt haben. Und diesmal sieht die Bettecke ein bisschen geiler aus. Denn ja, hier ist ein Nachttisch mit einer Lampe und auf der anderen Seite auch. Das sieht definitiv besser aus als in der letzten Folge. So, und ich würde jetzt sagen, wir verkaufen das Haus. Ich habe 31 Minuten dafür gebraucht. Und wir gehen zur Auktion. Verkaufe ein Haus. Wir haben 7.000 Euro dafür noch ausgegeben. Mal sehen, wie viel wir denn jetzt kriegen. Okay, wir würden jetzt 5.000 plus machen. Also Hauspreis hat 31.000 gekostet und die Möbel. Okay, Verhandlungen. Verkauf ein Haus. 43.000 würde ich dafür verkriegen. Wir machen noch mal. Machen wir mal noch 1500 drauf. Passt schon, ich nehm's. Okay, dann ist es auf jeden Fall bei ihm. Angebot annehmen. Zack, wir haben das Haus gekauft, Leute. Geil, geil, geil. Jetzt müsste ich irgendwas mit 100.000 wieder haben. Glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, irgend sowas um den Dreh. Aber gut, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum da. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao. Feeling the show and